Herzlich willkommen beim Sport Talk. Heute bin ich sehr froh, dass wir zwei Sportler von den Krefeld Pinguinen hier haben, obwohl ich muss erstmal sagen, ich hätte es auch noch ein bisschen lieber gehabt, wenn es ein bisschen länger gedauert hätte, weil das würde dann bedeuten, dass die Saison für euch ein bisschen länger gedauert hätte, auch dementsprechend. Steve Hanusch und Oliver Mebus, erstmal danke, dass ihr hier seid. Und erste Frage natürlich, seid ihr selber ein bisschen traurig, dass ihr jetzt schon herkommen musstet? Hättet ihr lieber noch ein bisschen länger gespielt wahrscheinlich, oder? Ja, ist natürlich ärgerlich, jetzt ein Püble aus mehr oder weniger auszuscheiden. Sicherlich hätte man den Fans noch mal ein paar Heimspiele gerne geboten, aber so ist es jetzt gekommen, wie es gekommen ist. Und jetzt können wir es leider nicht ändern. Müssen wir nächste Saison wieder umso besser im Sommer arbeiten, dass wir nächstes Jahr ein bisschen länger spielen. Genau, du hast es gerade schon gesagt, die Pre-Playoffs. Also eigentlich kurz vor den eigentlichen Playoffs wurde dann das Spiel leider gegen die Grizzly Adams Wolfsburg verloren, 2 von 3. Ihr wart eigentlich die bessere Mannschaft. Habt ihr das selber auch ein bisschen so gesehen? Ja, ich denke schon, also dass wir jetzt insbesondere zum Saisonfinale hin richtig gut gespielt haben und auch in den 3 Spielen meiner Meinung nach eine richtig gute Leistung abgeliefert haben jeweils und ja, meiner Meinung nach unglücklich das erste Spiel verloren haben und auch das letzte halt, das zweite halt verdient gewonnen haben und ja, das hat halt dann irgendwo dann so ein bisschen das Quäntchen Glück gefehlt, dass man dann noch das entscheidende Tor schießt, um dann halt ja, noch in die Playoffs einzuziehen. Was war denn größer? Die Enttäuschung dann im Endeffekt, dass man da raus ist, oder tatsächlich dann auch ein bisschen der Stolz, dass man sich wieder so ein bisschen, ja, zusammengerissen hat? Da können wir ja gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Denn die Saison an sich war ja eher schwierig, um es mal nett zu sagen. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, stimmt. Ja, war auf jeden Fall, glaube ich, die Enttäuschung überwiegt dann. Also wenn du dann einmal den 10. Platz, man hat es ja letztes Jahr gesehen, auch als Zehnter kannst du Deutscher Meister werden, wie Ingolstadt das gemacht hat. Und wenn du dann einmal in den Playoffs bist und wenn du einmal dann da spielst und einmal dich als Gruppe da zusammenfindest, da willst du natürlich auch das Bestmögliche rausholen. Und dann ja quasi nach 3 Spielen dann ja, am 8. März Urlaub zu haben, ist halt dann schon ein bisschen enttäuschend auch für jeden persönlich. Und ja, wie Stevie sagt, müssen wir zusehen, dass wir daraus die Konsequenzen bzw. daraus die Lehren ziehen und fürs nächste Jahr halt wieder gewappnet sind. Ich habe mir viele Reaktionen von Fans angeschaut nach den Spielen über die sozialen Medien, über die vielen Kanäle. Also die sind alle wahnsinnig stolz auf das, was ihr dann zum Ende der Saison trotzdem noch geleistet habt, speziell wie ihr gegen Wolfsburg aufgetreten seid. Gibt euch das was, auch die 1500, die da jetzt beim dritten Spiel noch da in Wolfsburg waren, das war ja lange kein Heimspiel für Wolfsburg, ne? Muss man schon sagen, es war schon Gänsehaut-Atmosphäre, wo man dann zum Aufwärmen rausgefahren ist und dann standen da 1200 Krefelder im Block. Muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut vor und natürlich, wie wir dann empfangen wurden an der Eishalle, war natürlich auch nochmal als Spieler, wo man natürlich nicht mit rechnet, obwohl man gerade aus den Playoffs ausgeschieden ist. Das war schon ein super Ding, muss ich sagen. Jetzt ging es ja gerade so noch dann in die Pre-Playoffs. Hatte man ja teilweise im Laufe der Saison fast nicht gedacht. Jeder hat uns sicherlich gesagt oder mehr oder weniger abgeschrieben, wo wir das Spiel gegen Köln verloren haben zu Hause. Haben wenige Leute uns noch auf dem Zettel gehabt, dass wir die Playoffs erreichen, aber wir haben gewusst, dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen. Wir haben die Punkte dann eingesammelt und Köln oder W hat vielleicht dann auch nicht mehr ihr bestes Eishockey gespielt, haben Punkte liegen gelassen, mehr oder weniger, wo wir sie halt geholt haben. Und deswegen denke ich mal, sind wir auch verdient in die Playoffs dafür eingezogen. Hat euch das irgendwie belastet, die ganze Situation mit dem Königspalast zum Beispiel? Die Frage, wird in Krefeld überhaupt noch Deutsche Eishockey-Liga Eishockey spielbar bleiben in den nächsten Jahren? Kam das überhaupt an euch ran oder habt ihr euch da gar nicht so viele Gedanken gemacht? Wir als Mannschaft haben das natürlich mitbekommen, dass das vielleicht passieren kann, dass 20 Leute im Sommer ohne Job dastehen. Das geht natürlich an einem Spieler nicht vorbei, aber wir haben gewusst, dass die Verantwortlichen einen super Job machen werden und die haben es geschafft und jetzt freuen wir uns umso mehr. Auch da haben ja auch die Fans den Verein wieder sehr, sehr unterstützt und nicht nur darin. Ihr habt ja im eigenen Stadion einen Zuschauerschnitt von 5000 Leuten, was ja auch in der Liga sehr, sehr, sehr gut ist. Da nochmal zu der Frage, wie wichtig ist euch da grundsätzlich auch dieses Miteinander mit den Fans? Weil Krefeld hat das ja sehr, sehr starke Tradition, muss man ja ganz klar sagen. Also ja, es ist natürlich so, dass man in Krefeld jetzt nicht das Budget, nicht das Etat wie in Mannheim, wie in Köln, wie in München oder sonst wo und dass es halt ein ziemlich familiäres Umfeld auch ist und so glaube ich ein ganz besonderes Verhältnis ist. Man ist halt irgendwo als Verein, ja so blöd es klingen mag, auf jeden einzelnen Fan angewiesen oder auch für jeden einzelnen Fan verantwortlich und ja, von daher ist es immer eine super Atmosphäre da in der Halle und jetzt auch während der Zeit halt, als um den Königspalast, um die Vertragserlängerung ging, hat man die Unterstützung immer gemerkt, oder Steve hat es angesprochen, eben in Wolfsburg, da mit 1200 Fans, was einfach völlig irre ist, da an einem Sonntagnachmittag und wirklich einfach eine Riesensache ist.
Und da kann man, glaube ich, schon als Stadt Krefeld dann auch mächtig stolz sein, ja. Ja, im Moment ist man dann logischerweise schon wieder in der Saisonvorbereitung für die nächste Saison. Da ist es natürlich auch interessant für die Fans zu wissen, wie es mit euch speziell weitergeht. Bei dir, klar, du hast bis 2016 Vertrag. Ja. Das heißt, auf jeden Fall, die Saison ist ja theoretisch noch safe. Da sind die Fans auch sehr glücklich drüber. Das Letzte, was ich zu dir jetzt gefunden hatte, war immer noch Vertrag bis Sommer 2015. Das haben wir ja jetzt bald. Kannst du schon was sagen? Möchtest du denn bleiben? Wie sieht es da bei dir aus? Nee, also ich glaube, dass man mir das auch anmerkt, dass ich mich in Krefeld recht wohlfühle und wie ich das sage, dass das familiäre Umfeld, dass das alles passt und dass das alles stimmt. Und wie hat Marcel Müller jetzt in einem Interview gesagt, letzte Woche, als wir aus Wolfsburg gekommen sind, wir sehen uns vermutlich wieder oder was auch immer. Mhm. Ja, so. Wie sieht es bei euch aus, jetzt speziell nach dieser Saison? Jetzt ist erstmal, glaube ich, Eishockey ein bisschen weiter weg. Da haben wir jetzt 8 Monate genug Eishockey gespielt. Jetzt ist erstmal ein bisschen Sommer, ein bisschen relaxen. Das heißt erstmal Urlaub. Wie sieht denn so ein Urlaub dann jetzt bei euch aus? Muss man da jetzt wirklich mal ganz weit weg, richtig schön in die Sonne, weg vom Eis? Bloß nicht irgendwie in den Skiurlaub fahren oder so, oder? Nein, also Winterurlaub ist eh nicht so mein Ding, muss ich ehrlich sagen. Ich werde mit meiner Freundin nach Thailand fliegen. Wir besuchen da einen Kumpel von mir. Mhm. Und ja, dann erstmal die Beine ein bisschen hochlegen und dann komme ich wieder nach Krefeld und werde Gas geben im Sommer. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ganz ähnlich. Also sie hatte schon recht, oder du hast da recht, dass man in die Sonne fliegt auf jeden Fall, weil ich glaube, wir haben im Winter über mehr oder weniger genug in der Kälte dann zu tun. Und ich werde auch zusehen, wahrscheinlich geht es auch mit der Freundin in die Sonne ganz bald. Hauptsache Sommer und Hitze. Obwohl du ja noch ein bisschen mehr Geduld haben musst. Ne? Du musst ja jetzt erst noch mal ein bisschen Nationalmannschaftslehrgänge absolvieren. Was kommt da jetzt auf dich zu noch relativ kurzfristig? Du sagst es recht kurzfristig. Geht es noch, ich glaube, so ein Vorbereitungslehrgang für die WM steht jetzt noch an, Anfang April. Ja, und von daher verschiebt sich das quasi mit dem Urlaub noch ein bisschen nach hinten, also dass man sich jetzt noch ein bisschen fit hält bis dahin und dann da hoffentlich eine erfolgreiche Teilnahme dann absolviert und dann quasi dann danach. Ist die Basketball-WM jetzt wieder, die oder? Beine. Das ist eine gute Frage. Da ist wer ja eigentlich prädestiniert für, ne? Muss man auch sagen. Wollte ich nur nochmal wissen. Also, wir hatten uns auch dafür entschieden, dass wir dieses Interview definitiv im Sitzen machen, weil im Stehen wäre es total super gewesen. Also, er hätte uns richtig schön überragen können. 2,07 Meter. Ja, 2,7 ist richtig. Ich bin ja nicht jetzt, als ich von 5 ins 6. Lebensjahr gestiegen bin, auf einmal 2,7 Meter groß geworden, sondern ich bin ja irgendwie kontinuierlich gewachsen. Und wo der Herr Hanusch dann irgendwann, weiß ich nicht, bei 1,57 dann irgendwo stehen geblieben ist und dann gerade so jetzt 1,58 dann gerade jetzt dann auch Autofahren darf, wirklich. Wächst man halt damit und dückt sich bei Türen oder weiß, dass man hoffentlich im Hotel dann mal ein offenes Bett hat hinten. Und dann stößt man sich halt nicht überall mehr den Kopf und bleibt überall drin hängen oder sowas. Ja, obwohl ich jetzt muss jetzt eben sagen, also so Riesenfüße hast du nicht, ne? Oder nee, was ist das für eine Schule? Das täuscht. 46 ist das. Ja gut, das geht ja noch. Ja, für die Größe, glaube ich, für die Länge. Ja, wenn du jetzt eine kleine Lobhudelei auf ihn machen müsstest, wo sagst du denn, sind sie jetzt speziell im Eishockey? Also menschlich kriegen wir ja mit, versteht ihr euch natürlich wunderbar. Im Eishockey, wo sind seine Stärken? Ja, menschlich, wie gesagt, das machen wir besser nicht auf. Ja, aber Stevie hat einen ausgesprochenen guten Sinn für den Eissport. Also wer das Spiel liest, hat einen guten Pass, spielt einen guten ersten Pass, spielt einen guten langen Pass, hat einen guten Schuss. Danke. Und ist halt einfach ein pfiffiger Spieler. Ist jetzt kein Draufgänger, aber er weiß, wo er stehen muss und analysiert das Spiel, antizipiert das Spiel sehr gut und sehr gekonnt, sehr erfahren, kann man fast schon sagen. Ja. Lange Verteidiger gespielt, aber auch im Sturm natürlich jetzt immer mal wieder im Einsatz. Ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, natürlich das Lob zurückzugeben. So fair sind wir natürlich. Ja, vielen Dank an Oliver, muss ich sagen. Das kann ich jetzt für ihn nicht ganz so bestätigen, was er über mich gesagt hat, aber das ist ein anderes Thema. Wie würdest du ihn denn so beschreiben, also im Spiel? Welche Vorteile, was hat er dir denn voraus? Gibt es was er dir voraus hat? Also ich will jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dass ihr nachher vielleicht, seid ihr mit einem Auto da oder mit zwei? Voraus hat er sicherlich, dass er 40 Zentimeter größer ist wie ich. Nein, Spaß beiseite, er hat voraus, wenn er in die Ecken geht, hat er natürlich einen Vorteil, wie er die Gegner stellen kann, weil er einfach längeren Schläger hat, längere Arme, mehr Kraft wahrscheinlich auch. Und hat einen super Schuss, den er leider zu wenig einsetzt. Aber ansonsten muss ich sagen, für seine Größe, wie er Schlittschuh läuft, glaube ich, gibt es nicht so viele davon.
Die Saison ist noch nicht ganz vorbei. Ne? Ihr werdet ja auch in Krefeld erst dann jetzt in den Urlaub entlassen, wenn jetzt am Samstag erstmal noch auch die offizielle Verabschiedung noch von den Fans ist. Was ist da geplant? Wie wollt ihr da nochmal ja, euch vielleicht auch ein bisschen für die Unterstützung in Wolfsburg bedanken? Gibt es die normalen Interviews vor Ort und ein paar Autogrammwünsche? Samstag ab 18 Uhr, glaube ich. Ne? Ja. Warum ist das auch für euch wichtig? Ja, sicherlich wichtig, erstmal Danke zu sagen, dass so viele Fans wieder gekommen sind. Nicht nur nach Wolfsburg, auch muss man die gesamte Saison sehen. Wir hatten, glaube ich, einen Zuschauerschnitt von über 5.000 und für uns ist es sehr wichtig, dass so viele Fans immer kommen. Mhm. Und natürlich wollen wir uns bedanken dafür, dass immer so viele gekommen sind und ja, jeder ist recht herzlich eingeladen, auch du. Und dann werden wir ein paar Autogrammwünsche wieder und Fotos, werden wir gerne mit den Fans machen. Sehr sympathische Jungs, also ich freue mich dazu tatsächlich, wenn ihr noch so lange wie möglich in Krefeld bleibt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Hat mir großen Spaß gemacht. Und euch jetzt schon mal viel Spaß im Urlaub und eine erfolgreiche nächste Saison. Danke euch und wir machen hier jetzt auch Feierabend. Beim nächsten Sporttalk sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.